Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst ja schon, weiter geht's im Thema Modifizieren unserer Sony ZV-1 Kamera. Und zwar gibt es einen riesen Manko an dieser Kamera, den haben wir schon beseitigt, und zwar ist das Weitwinkelobjektiv gewesen. Weiteres Manko ist natürlich der extrem schlechte Akku. Genau, ihr habt schon richtig gehört, extrem schlechter Akku. Wir bauen ihn dir mal jetzt kurz aus und schauen sich den jetzt einmal an. Den schönen Akku, denn wir haben hier wirklich nur einen extrem kleinen Akku von Sony, eben der originale Akku. In unserem Fall steht ja nochmal drauf, was das hier genau für einer ist. Genau, wir haben hier eben einen 1240 mAh starken Akku dahingestellt, eine halbe Stunde, und das Ding ist leider auf leer, beziehungsweise ich nehme halt immer in 4K auf, vielleicht in Full HD ist das Ganze länger zu betrachten. Genau, also wir haben eben hier die Kamera liegen mit dem originalen Akku und haben uns natürlich noch einen Ersatzakku gegönnt. Und zwar mit einem Ladekabel noch dazu zu merken, denn wir laden das natürlich hier mit dem integrierten Akku immer über Micro-USB, und das ist verdammt langwierig und nicht schön anzuschauen. Also, was haben wir hier mal drinnen? Wir haben eben wieder so eine kleine Zettelwirtschaft dabei, wo halt eben draufsteht, wann das Ganze geladen ist, aber das ist eh meistens selbsterklärend. Hier besitzen wir natürlich noch unsere zwei Akkus plus die Ladestation, was in unserem Fall sehr wichtig ist. Dann können wir nämlich gleich zwei Akkus auf einmal laden. Das Ganze hat natürlich mit einem USB-Typ, gut zur Frage, ist das wieder Micro oder USB-C? Wir schauen mal in dem Kabel nach, damit wir uns da nicht selber anschwindeln, bringt ja niemandem was. Also wir haben wieder Micro-USB, leider nicht Typ C von dem Ladegerät, aber wir können natürlich zwei Akkus laden. Das hat den Vorteil natürlich, dass wir immer mobil sind, immer wechseln können, und ja, genau. Dann schauen wir sich natürlich nochmal an, die Akkus, wie groß sind diese Akkus nochmal im Vergleich zu dem originalen. Natürlich mal ganz wichtig, die gleiche Baureihe. Steht sogar noch drauf, dass der Akku ist. Der hat 1300 mAh und der originale, glaube ich, hatte 1240 mAh. Also ist wirklich ein bisschen mehr zumindest. Wie schon gesagt, wichtig ist natürlich immer zum Achten, dass es die gleiche Größe ist, weil sonst passt das natürlich nicht hinein. So, dann ist der zweite Akku, nehme ich jetzt mal an, genau wie der erste Akku, identisch mit 1300 mAh. Wo steht das nochmal auf der Seite? Genau, 1300 mAh. Genau, also wir haben eben die Akkus, die Aufladestation. Jetzt nehmen wir uns mal eine Powerbank her. Kommt das natürlich ganz easy cheesy da mal rein. Dann haben wir eben hier den Micro-USB-Eingang. Zeigt schon an. Hier in dem LCD-Display zeigt das natürlich an, dass eben jetzt keine Batterie drinnen ist. Dann würde ich sagen, rein damit, dass wir es auch richtig hineingeben. Und ihr seht, das Ganze wird gleich mal angefangen zum Laden. Zweite funktioniert hoffentlich auch. Genau. LCD-Display finde ich extrem cool. Jetzt ist meine Frage gleich, wenn man den einen da rausgibt, ladet das den originalen Akku jetzt auch oder nicht? Ja, ladet auch, super. Nice, nice. Gut, haben wir das einmal geklärt. Das heißt, die beiden funktionieren. Jetzt versuchen wir das Ganze mal mit USB-C. Das wäre natürlich sehr optimal, wenn es mit USB-C gehen würde. Denn dann können wir das sogar noch schneller laden als mit dem Micro-USB. Ja, tatsächlich. Es ist nur Micro-USB-Kabel dabei, aber es geht auch mit einem stinknormalen USB-C-Ladekabel vom Handy oder Tablet. Ihr seht ja schon, bin wirklich, wirklich erstaunt, warum das eigentlich ein Ersatzakku weniger hat, also beziehungsweise mehr mAh als der originale. Das finde ich natürlich sehr schade. So, aber jetzt haben wir es. Endgültig. So, das war's jetzt wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.